Quelques parachutistes ont atterri parmi un camp de soldats d'un régiment d'élite allemand, les Fallschirmjäger, en garnison à environ 20 km de la zone d'atterrissage. Le vétéran parachutiste allemand, Gunther Prignitz, raconte sa première rencontre avec les Américains. Den Ruf Fallschirmspringer und Segelflugzeuge, Alarm und ein paar Schüsse. Ich war im Moment gerade in einer Halbschlafphase. Dort waren je vier Mann drin. Ich war zuerst raus, weil ich mich nie im Einsatz ganz ausgezogen hatte. Die Schuhe immer nur gelockert. Das Erste, was ich hörte, waren englische Worte, broken leg. Das kam von einem Fallschirmspringer, der in einen großen Kugelbaum heddert. Und er war dann runtergestürzt, ohne Halt. Ich bin zu ihm, habe ihm erstmal Bewaffnung weggenommen, dann habe ich ihm die Wunde kontrolliert. Und dann riefen Kameraden aus einem Zelt daneben, lasst uns mal raus. Dort über das Zelt war ein amerikanischer Fallschirm und sämtliche Quadratmeter Seide. Und dann hatte ich die kluge Idee, wo ein zweiter Schirm ist, muss auch ein zweiter Fallschirmspringer sein.